Hey Freunde der Lappenlady, herzlich willkommen zurück hier bei Dead Space 3. Yes, yes, ja. Das Game, wo man sich kranke Waffen zusammenbaut. Hey Commander, bist du da? Nein. Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay, aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Oh, zumindest ein Intelligenter an Bord gewesen. Das Problem ist, dass wir brauchen unbedingt ein Upgrade für unseren Speicherplatz. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil sowas gibt. Wenn ja, brauchen wir es auf jeden Fall. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Kannst du es schaffen? Nein. Kompaktes, gerichertes Ejektionsfeld. Okay. Scarf Eye C30948 CMS Terra Nova, persönliches Log LT Kettle. Die Kolonien sind im Krieg und wir schicken wegen ein paar kosmischer Felsen eine komplette Flotte ins Nirgendwo. Wonach suchen wir eigentlich? Nach einer Geheimwaffe? Tag für Tag schicken sie uns seltsames Zeug vom Planeten hoch. Artefakte, geologische Proben, meine Ex und tote Soldaten. Ich bin's leid, dass einem keiner was sagt. Es wird Zeit für ein Gespräch mit Deeds. Vielleicht hat die einen Indiz. What the fuck am I doing here? Das ist ein Sinn. Damit drehe ich das, damit drehe ich das. Muss ich dann noch irgendwas machen? Ah! Okay, zum Glück wird das erklärt. Pass mal auf. Ich glaube, dass die so zusammengehören? Natürlich nicht. Das ist tatsächlich wie Tetris? Oh, leck mich am Arsch, das kann lange dauern. Ich entschuldige mich, Leute. Also, dass sie sowas hier eingebaut haben, ist sehr seltsam, wenn ihr mich fragt. Das holt einen total aus dem Game raus, ja? Ah,
Da sind fiese Monster. Ja, lass mal erstmal hier Tetris. Und sonst so bei euch? Alles klar? Alles klar? What the fuck? Da ist so ein Vieh drin. Achtung! Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Hindernis beseitigt. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Trau dir nicht. Mein Name ist Semi. Semi Killshot. Und ich bin Geisterjäger. So, jetzt können wir mal gucken, ob der gleichgerichtete Kackstahl, der das... Spitze, Plasma, Elektrik, Standard, obere, Telemetrie, Plasmakern, Plasmakern. Nope. 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 Macht weniger Schaden, aber schießt schneller. Wir werden es mal ausprobieren, ansonsten können wir immer noch auf den anderen wieder zurückwechseln. Da sieht man jetzt so keinen Unterschied. Okay, wir müssen tatsächlich noch weiter. Schade. Ich hätte gedacht, wir können hier vielleicht ein bisschen... Lass es! Wow! Ich bin geträumt. Oh oh! Das ist, glaube ich, nicht gut. Rein zufällig müssen wir genau hier lang. CMS Terra Nova, Cargo Ops. Oh, der Cargo Ops. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck, bist du da? Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Erschi hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkriecher wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Ich bin mal gespannt, weil das fällt mir die ganze Zeit mit den Waffen auf.
diese Upgrades, diese Platinen, die wir einsetzen können, ist ja schön, wenn Nachladen plus 1 und Feuerrate plus 1. Aber im ersten und zweiten Teil konnten wir unsere Waffen so krass hochpushen, Alter, dass wir ultra schnell nachgeladen haben und dass sie ultra viel Schaden gemacht haben. Und genau das fand ich doch das Geile daran. Ich bin mal gespannt. Echt gespannt. Hey, denken Sie an Ihr Kinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Das ist ein Video aus dem zweiten Teil, oder? Oder aus dem ersten Teil sogar. Ist das ein Scherz? Wir wissen doch, dass wir ein Chinesen-Modul haben. Das Original, das Video aus dem anderen Teil. Aber Original. Original. Offizierslog CDR Valerie Diaz. Dietz, whatever. Die CMS Corsair brachte eine zweite Ladung Artefakte von der Planetenoberfläche hoch. Ich frage RDM? Oder ADM? Graves. ADM wahrscheinlich, Admiral. Nach dem Protokoll für eine ordnungsgemäße Abfertigung und Lagerung, aber sie zuckte nur mit den Achseln. Mit den Achseln, nicht mit den Schultern gezuckt, sondern mit den Achseln. Ich habe veranlasst, sie mit dem Rest des im Frachtraum der Terra Nova zu lagern, bis wir etwas anderes hören. Gefällt mir immer nicht, wenn du in einen Raum reinkommst und am anderen Ende sind dann irgendwelche Kisten. Bedeutet fast immer, dass es Stress gibt. Ich frag mich, die Pfeile, die nach oben gehen, heißen doch, dass es nach oben geht, also dass es über uns ist, oder nicht? Oder habe ich das falsch interpretiert? Kein Plan. Früher oder später werden wir schon das Richtige finden, wo wir das einsetzen können. Wait a second. Hier waren wir doch schon mal. Nein. Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Du
Der fucking Unsterbliche. Das ist der motherfucking Unsterbliche. Den wir damals gekillt haben. Und verbrannt haben. Und gegrillt haben. Alright. Der fucking Unsterbliche. Ich fass es nicht. Musste ja passieren. Chillig, der ist doch hier nirgends. Just because. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte Holy haben Sie shit. Geduld. Diese Dinge? Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Nächster Halt, Kommandoturm. Wait. Haben wir eine Sekundäraufgabe? Oh, hi. Das gibt's nicht, ne? So, die Shuttle Bay finden. Weiter kommen wir nicht, ne? Ach komm.
schauen wir uns die Mittelsektion an. Klingt doch spannend, klingt doch toll. So, ganz schön eklig. Ich hoffe, der fucking Unsterbliche bleibt jetzt, wo er ist. Das ist so brainfuck, das Ding hier. Dafür brauche ich eine Karte wieder. Das ist nicht der richtige Weg. Sehr gut. Sehr gut. Das erfüllt mich mit Stolz. Was? Ikonische Streuung. Ihhh! Das ist das, was wir hergestellt haben. Na toll. Was haben wir hergestellt für unsere Schrotflinte? Tut mir leid, Tucker. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5 Situation zu tun. Szenario Nein. 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Wir müssen es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Ja. Ja, schade, jetzt haben wir so eine konische Streuung. Das Teil hier. Ermöglicht das Tool wie eine Kettensäge zu verwenden. What the fuck mache ich hier? Schrotflinte mit einem Hammer-Tool. Ist ja der Hammer. Hauptsache macht Schaden. Ich find's halt doof, dass du es nicht überall einfach einsetzen kannst. Den Sammler. Ich sehe dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Optionale Mission. Kommando. Nein.
Gern Flammenwerfer. Oh Gott. Human Remains sind Särge, Alter. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. Gar nicht, was der für ein Problem hat, Alter. Ich meine, wir sind ja nicht hier, um ihnen eine Kugel in den Kopf zu schlagen. Beware, trespassers will be blown to bits. Das ist freundlich. Was das hier für Teile sind. Dachte ich mir. Sprengfallen. Er sofort erkannt, weil ich aus Berlin komme. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Sehr ungeil. Nee, hier was von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nächstes, ja, alles toll. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich sehe mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Regelung aktiviert. Fuck me, Alter. Aber ich glaube, wir haben's. Und hier läuft die ganze Zeit lizenzierte Musik, was ich super gut finde. Bin ich super Fan von. Mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Easy!
Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Wie wär's, wenn ich hier stattdessen einfach zwischen die Beine trete? Ja doch, guck mal, jetzt sind die Pfeile direkt vor uns. Alright. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Kann ich nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und was, wenn ich einen Stecker ziehe? Oh, shit. Jetzt fühle ich mich besser. Puh. Leute. Was er mit Elektrizität meint. Also, hey, das ist ja logisch, was er mit Elektrizität meint. Aber was er mit Elektrizität meint. Das seht ihr in der nächsten Folge von Dead Space 3. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, hinterlasst mir gern ein Like und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.